Zugeschaltet ist uns jetzt der Weltherausgeber Stefan Aust. Guten Abend. Hallo. Und morgen findet in Berlin eine Demo statt, und zwar unter dem Motto Stoppt den Staatsterrorismus, Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen. Das riecht ja im Grunde nach einer Pro-RAF-Aktion. Wie genau wird die Polizei da hinschauen? Möglicherweise auch mit verdeckten Ermittlern. Naja, ganz bestimmt. Und ich vermute, dass da auch vielleicht der Verfassungsschutz auch mal aktiv wird. Das kann ja durchaus sein. Das hat ja schon immer Demos für inhaftierte RAF-Mitglieder gegeben, schon die letzten Jahrzehnte. Ach, das ist 40, 50 Jahre her, dass es sowas gegeben hat. Und es gab natürlich immer eine Sympathisantenszene, und die gibt es sicherlich immer noch, aber die wird auch inzwischen eine neue Generation haben. Das werden nicht nur Rentner sein, die dort demonstrieren. Irgendwie scheinen die Leute ja immer noch einen gewissen Gefallen an diesen angeblich politisch motivierten Mordaktionen zu haben. Die Herren Staub und Garwig werden vermutlich nicht auf dieser Demo mitlaufen. Aber wie groß ist denn die Hoffnung, die beiden RAF-Senioren doch noch zu fassen, falls sie denn überhaupt noch in Deutschland sind? Na gut, auch wenn sie nicht in Deutschland sind, könnte es natürlich sein, dass sie gefasst werden. Aber der sicherste Aufenthaltsort für RAF-Mitglieder oder Leute, die zu diesem Umfeld gehörten, war natürlich der Nahe Osten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand wie der Garwig es schafft, das Land zu verlassen und dann, und das ist ja auch nicht so schwierig, die Grenzen sind ja frei, und dann in irgendein anderes Land zu gehen. Das halte ich für sehr gut denkbar. Auf die Dauer werden die Leute natürlich in diesen Ländern nicht sein, aber einige sind da gewesen und manche sind ja auch nie wieder aufgetaucht. Es ist ja nicht so, dass wir von allen ehemaligen RAF-Leuten wissen, wo sie geblieben sind. Wir wissen bei manchen auch nicht, ob sie überhaupt noch leben. Daniela Klette wurde ja seit November beschattet, bevor die Polizei dann Ende Februar zugriff. War dieser Schritt vielleicht trotzdem zu früh? Hätte man warten sollen, bis man auch andere Komplizen, Staub oder Garwig, hat, die bei ihr vor der Tür stehen, um dann zumindest zwei Terroristen gleichzeitig festnehmen zu können? Jetzt sind die beiden gewarnt und wahrscheinlich, Sie haben es angesprochen, über alle Berge. Naja, ich bin ja nur kein Berater der Polizei oder auch des Verfassungsschutzes, aber das ist ja generell das Problem, wenn man Leute sucht, die zu irgendeiner Gruppierung gehören und man irgendjemanden entdeckt hat. Also es gab ja mal ein ganz berühmtes, also geradezu finster berühmtes Beispiel. Eine der Hauptfiguren der RAF, Christian Klar, ist mal in Hamburg dem Verfassungsschutz aufgefallen. Und der Verfassungsschutz hat Christian Klar ungefähr 14 Tage beschattet, praktisch rund um die Uhr beschattet. Nur die Unterkunft, wo er gewesen ist, da haben sie dann die Beschattung eingestellt. Und dann haben Sympathisanten, die das Telefon der Polizei abgehört haben, gemerkt, na, mit dieser Wohnung ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und dann haben sie die informiert und dann sind sie untergetaucht. Aber der Verfassungsschutz hat dann hinterher gesagt, na ja, wir wollten ja dicht dranbleiben und dann sehen, dass wir die vielleicht mal alle zusammen, wenn die sich mal treffen, festnehmen können. Da hat dann der über diese ganze Aktion nicht informierte Chef des Bundeskriminalamtes, Horst Herold, irgendwann, als das aufgeflogen ist, gesagt, die Vorstellung, dass die RAF-Mitglieder sich treffen, wie die Räuber im Wirtshaus zum Spessart und sich dann gemeinsam auf ihre Pferde schwingen und sie dann festnehmen können, ist einigermaßen romantischer Natur. Und das ist meistens so. Ich glaube, die Polizei neigt dazu, die Leute möglichst schnell festzunehmen. Und wahrscheinlich ist das aus deren Sicht auch vernünftig. Wenn man zu lange dranbleibt, dann entkommen einem die Leute, die man vorher beschattet hat, sehr häufig wieder. Das gibt viele Beispiele dafür. Jetzt hat ja auch die linksextremistische Vulkangruppe vor wenigen Tagen in ihrem ominösen Bekennerschreiben zum Tesla-Anschlag einen Gruß an alle im Untergrund oder auf der Flucht oder im Widerstand ausgerichtet. Kann man denn daraus schließen, dass der Mythos RAF auch heute noch eine Faszination auf Linksextremisten ausübt? Das scheint so zu sein. Also auch nachdem die RAF sich sozusagen offiziell per Rundschreiben offiziell aufgelöst hat, sind die Leute natürlich noch da. Die haben sich auch nicht in Luft aufgelöst. Und dann gibt es natürlich auch viele, die mal dazugehört haben, die im Gefängnis gesessen haben und ihre 20, 24 Jahre abgesessen haben
und dann wieder rausgekommen sind, die sind ja auch irgendwo noch, jedenfalls eine ganze Reihe von denen. Und dass die sich natürlich dann mit ihren alten Genossen, wie im Krieg, den alten Kameraden treffen und sich austauschen über das, was sie gemacht haben oder das, was sie nicht gemacht haben, und dass sie sich gegenseitig unterstützen, würde ich sagen, ist ziemlich logisch. Daniela Klette, der scheint es ja unterdessen in den vergangenen Jahren jetzt nicht allzu schlecht gegangen zu sein. Dafür sprechen die 40.000 Euro in bar in ihrer Wohnung und außerdem 1,2 Kilo Gold. Könnte das auch Beute aus einem ihrer mutmaßlichen Raubzüge gewesen sein? Naja, wir wissen von keinem der Raubzüge, dass sie wirklich Gold tatsächlich als Metall gekriegt haben. Aber sie haben natürlich eine ganze Menge Geld bei diesen Überfällen auf Supermärkte und ähnliche Dinge erbeutet, was sie ja brauchten, auch um ihren Lebensunterhalt im Untergrund auf irgendeine Weise aufrechtzuerhalten. Und dass die dann sich geradezu spießig in der Wohnung Rücklagen anlegt, in Bargeld oder auch in Gold, dann auch noch Waffen dazu, das ist ja fast wie aus dem Märchenbuch. Aber es ist in sich logisch, wie jedes Warnsystem in sich ja logisch ist. Stefan Aust, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Gerne. Ja.